Mathematik macht uns froh, in diesem Sinn Hallihallo! Jetzt geht's los. Wir wollen gemeinsam das Teilen mit Rest üben. Und dazu könnt ihr euch jetzt einfach einmal zurücklehnen und in Ruhe diesem Lernvideo folgen. Ich habe euch hier schon was vorbereitet. Und zwar seht ihr hier viele Herzchen. Und unser Auftrag, der steht hier oben. Und zwar fasse immer drei Herzerl zusammen. Wie viel Herzerl Packerl bekommst du und wie viel Herzerl bleiben übrig? Das heißt, ich muss jetzt einmal die Herzerl in Dreiergruppen zusammen schließen. So, also schauen wir mal. 1, 2, 3. Es steht ja hier immer drei Herzerl zusammen. Dann haben wir da noch einmal drei, noch einmal drei, noch einmal drei und da geht sich noch einmal ein Backerl aus mit drei. Wie viele Backerl bekommst du, ist die Frage. Ich bekomme 1, 2, 3, 4, 5 Packerl, das schreibe ich jetzt hierher, 5 Packerl mit immer drei Herzchen drinnen, so wie es auch in der Angabe gestanden ist. Und dann habe ich noch eine zweite Frage, nämlich, wie viel Herzerl bleiben übrig? Ein Herzerl bleibt übrig, und zwar dieses hier. Also bleibt mir eines Rest. Mein Ergebnis heißt also, wenn ich immer drei Herzerl in einem Backerl zusammenfasse, bekomme ich 5 Backerl und ein Herzerl bleibt Rest. So, das schauen wir uns jetzt gleich beim nächsten, bei der Nummer 2 an. Jetzt heißt unsere Angabe wie, ich lese euch es wieder vor, und zwar fasse immer 6 Herzerl zusammen. Erste Frage, wie viele Herzerl Backerl bekommst du? Schauen wir wieder, jetzt müssen wir 6 zusammenfassen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist einmal das erste Backerl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir da das zweite Backerl. So, und dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4. Dieses Backerl kriege ich nicht mehr voll mit 6 Herzerl. Das heißt, die Antwort für die erste Frage, wie viele Herzerl Backerl bekommst du? Genau, ich bekomme 1, 2 Backerl. Und wieder die zweite Frage, wie viele Herzerl bleiben übrig? Es bleiben 1, 2, 3, 4 Herzerl übrig, also habe ich 4 Rest. Wir haben jetzt nichts anderes gemacht, als diesen Haufen von Herzerl aufgeteilt. Und das Zeichen für Teilen, das kennt ihr schon, das Zeichen für Teilen in der Mathematik sind zwei Punkte. Ich teile etwas auf. Man kann auch sagen, dividieren. Ja, das bedeutet das Gleiche wie teilen. Es ist nur die Expertensprache, sozusagen der Expertenausdruck. Dividieren.